Classic-Modus aus ein? Hä? Was heißt das? Was? Das ist ein Classic-Modus. So, das ist, glaube ich. Ich glaube, das ist nur irgendwas mit der Screen Resolution zu tun oder sowas. Okay, ja gut, dann. Kannst du es ja mal kurz einschalten? Er steht halt auch bei der Erklärung nur den Classic-Modus ein- und ausschalten. Also jetzt, ich glaube, das imitiert dann alte Technik. Das kann sein, ja. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, die Musik da, ruhig? Ich weiß nicht, was Mega Man DX ist. Kenne ich auch noch nicht. Spezialspiele, genau. Superheldenmodus. Ich habe noch nicht alle Mega Man-Spiele gespielt. Ich möchte aber auf jeden Fall noch einige spielen. Da sind sie ja alle wieder. Ach da. So, ich muss ja jetzt erstmal in ein Level gehen. Da Schrauben sammeln. Mich dann erledigen. Könnte bei Plugman relativ schnell gehen. Ich glaube, da war am Anfang direkt eine Stachelgrube. Und Tillys. Ich hab Angst. Ja, hier haben wir schon Tilly-Generator. Also, große Energie fällt noch. Schrauben auch. Auch mit kleinen Schrauben alles zusammensuchen, aber das würde wesentlich schneller gehen, wenn ihr mir einfach die großen Schrauben geben würdet. Aber da interessiert es mich eh nicht mehr. Die Yoko-Blöcke werden dann wahrscheinlich auch wieder fiese, nehme ich an. Wüsste ich nicht. Sind sie denn schon vorher fieser geworden? Ja. Die haben sich tatsächlich verändert. Durch den Modus. Es sind so kleine Sachen in den Leveln, die dann verändert wurden. Zwei kleine Schrauben noch. Okay, ist immer noch mein erstes Leben. Redest wieder über diese mystische Technologie. Ich habe gehört, Superhelden haben die nicht nötig. So. Ja, wie erwartet. Hier ist direkt eine Stachelgrube. Yay, Stacheln. Fuck. So, drei Versuche für Wily. Und ich hatte Unrecht, ne? Yes, womit? Bin doch früher fertig geworden, als du das komplette Spiel machst.
Ja. Ich habe auch nicht erwartet, dass das stimmt. Ehrlich gesagt. Ich schon. So, Abschnitt auswählen. Nein. Genau, das Frisurenbuch. So. Jetzt. Schnell speichern. Okay, dann eben im Level. Wen machen wir denn zuerst? Verdammt. Es ist eigentlich egal. Letztendlich müssen wir uns um alle kümmern. Nicht lange überlegen, einfach machen. Sich am Hornetman kümmern wegen den Scheren. Okay, also ich sehe schon kleine Unterschiede. Also im Internet wurde behauptet, Superheldenmodus sei insgesamt leichter, aber weiß nicht, ob ich das dann bestätigen kann. Ich habe jetzt auch ein Stück dieser mystischen Technologie gefunden. Ach komm. Wirklich? Das könnte genauso aus dem Mega Man Maker stammen. Verdammt. Scheiße. Ah, verdammt. So, so wird ein Schuh draus. Nein. Verdammt. Okay. Also wenn wir das so. Und ihr so? Au. Au. Oh mein Gott. Ich hab die Frage befürchtet, Julian. Welche Frage? Wenn ich mit meinem Kingdom, wenn ich mit den Kingdom Hearts 1 Bossen weitermache. Hast du da etwa aktuell nicht so wirklich Lust drauf? Mhm. Wo hängst du denn? Naja, Sephiroth und der Unbekannte. Oh, ja gut.
Das sind echt gute Verbesserungen hier im Level. Soweit. Ach, come on. Ja! Ach, komm schon. Weißt du, es gibt eine Position, in der Riley lila Kugeln, wenn diese Position schlecht auszuweichen sind. Weißt du, was er dreimal macht? Genau das. Ja, ich weiß, muss ziemlich die Frage so lange verfolgt, bis ich es durch habe. Ich arbeite daran, wenn ich mit meinem Skript fertig bin für Chain of Memories. Aber davor brichst du noch 10 Guinness-Weltrekorde, oder? Ja, für die längste Zeit, wie man ein Skript vor sich herschieben kann. Ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Also ich habe bestimmt auch das längst vor sich mir hergeschobene Let's Play, das es auf YouTube gibt, also. Okay. Ja, mit Sunshine. Ja, okay. Aber das hast du ja beendet. Ja, das habe ich beendet, das ist korrekt. Also, ne? Dinge passieren. Mhm. Eines Tages. Wenn ich mit diesem Skript fertig bin, das hängt ganz von meiner Motivation ab, wie viel Lust ich habe, die ganzen Bosse jetzt noch zu analysieren. Meine Motivation war halt mal so hoch, dann kam halt der Festplatte. Ich bin mittlerweile relativ weit in dem Skript, das würde auch, glaube ich, nicht mehr lange dauern, das fertig zu schreiben. Es ist nur noch das letzte Feinschliffzeug und dann könnte ich theoretisch an das Video mich setzen. Aber ich habe trotzdem irgendwie keine Lust. So, das ist die richtige Taktik. Eieieiei. Zwischendurch könnte man meinen, ich bin hier auf einer Autobahn. Scheiße. Auf der Auto ein sehr dehnbarer Begriff ist, aber man versteht schon, was ich meine. Ja. Verdammt. Ah! Abgelehnt. Nein. Verdammt. Ich hab sogar noch ein Leben, okay. Letzte Woche. Mein Gott. Hä? Ist das schaffbar? Okay. Der hast du aber viel zu tun, wenn du jeden Stream von mir schaust, der den es auf Twitch zu finden gibt. Ich meine, gut, okay, ganz frühe Streams sind weg, weil damals wurde ja, als es von Amazon, oh, come on, von Amazon gekauft wurde, wurde ja die das entfernt, das ist die automatisch speichern. Dass man das nur noch highlighten muss immer. Früher habe ich das mal vergessen. Und mittlerweile sind zumindest alle neuen Streams immer gespeichert. Ich habe jetzt hier eine Stelle in dem Level, bei dem ich nicht weiß, ob man das ohne alle schaffen kann. Okay. Thank you.
Ich würde jetzt mal bis zu der Stelle spielen und dann schaue ich mal nach, ob das irgendjemand mal ohne alles geschafft hat. Ach, come on! Wenn nicht, dann verschwende ich gerne meine Zeit. Mega Man für Smash habe ich kaum mitgekriegt. Es wurde mir dann nachher nein erzählt und ich habe das Wii U Smash eh nicht gespielt, weil ich keine Wii U besitze. Und habe dann mir halt gedacht, ja, gut, okay. Kann ich mir eh nicht leisten. Von daher, keine Ahnung. Ist nicht so eine große News für mich. Als dann Ultimate gekommen ist, habe ich halt gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall dieses Smash spielen. Unter anderem, weil halt auch wirklich alle Charaktere dabei sind. Und ja. Da habe ich dann halt erstmal mit Mega Man angefangen, das erste Mal. So, jetzt bin ich an der Stelle. Ja, bei Sora for Smash, ich sag ganz ehrlich, seit dem ersten DLC-Fighter habe ich jedes Mal gesagt, ich will ihn haben. Beziehungsweise, ich hab natürlich grundsätzlich auch gesagt, ich würde auch grundsätzlich lieber andere Charaktere von Kingdom Hearts haben als Sora, aber es wird halt, wenn überhaupt, sowieso nur Sora kommen. Dann bin ich natürlich bei Sora entsprechend ausgerastet, aber ja. Ach, Scheibenglas da. So soll das gehen. Mist. Okay, ja, okay, ja. ich vergesse es immer wieder. Diese Bunbees haben mich noch wahnsinnig. Gut.
Ja, tolle neue Waffe. Hätte ich wegen meiner Farbenblinde den farblichen Unterschied fast nicht erkennen. Mann! Mann! Ja, ich sehe. Ich krieg ne Marke, ich bin am Markenmoment verreckt. Aber das Prinzip hinter der Taktik ist der ja jetzt zwischenläufig. Ja, das war mir eigentlich auch vorher geläufig, aber ich habe halt nicht gedacht, dass es wirklich noch geht. Ist mir einfach zu knapp aus da. Au. Ich bin gerade schon am Anfang von McMahons Level gekrepiert. Ich finde, Mega Man stört sich besser als Sora, aber Sora ist auf jeden Fall auch relativ gut. Sein Gewicht stört mich ein bisschen. So, das Main-Ding, was mich in Sora ein bisschen stört. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schwerer. Ich meine, er ist leichter als Isabel. Mein Gott. Dieses Level. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich kenne nur die komische Angel, an der ein Hund dranhängt. Lebenspunkte bringen mir nicht viel, wenn ich dann im Abgrund im Feuer sterbe. Autsch. Pyranmister ist aber auch echt interessant. Die würde ich auch ganz gerne lernen. Die sind echt gut. Sephiroth, weiß ich nicht, hat mich nicht so wirklich gehypt. Ich habe mich Ewigkeiten an dem damaligen Kampf probiert, wo er präsentiert wurde. Ja, den kann ich glaube ich nicht spüren. Nee, ich glaube den Modus gibt's nicht mehr. Und letztendlich habe ich es auch mit Mega Man nicht geschafft, beziehungsweise nur auf eine nicht sehr rühmliche Art und Weise. Also nicht mit Mega Man, sondern naja, mit Ike. Du kennst die Taktik. Ja. Ja. Ich habe mich danach zumindest nicht gut gefühlt, okay? Mhm. Au. Ich kapiere diesen Drachen nicht. Wie funktioniert der? Hm.
Gegner sind doch teilweise auch einfach nur Zeitverschwendung. Wäre mir neu, wenn das noch gehen würde. Was denn? Mit Sephiroth Fight. Ich dachte, das wäre aus dem Menü wieder verschwunden. Als halt nur. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Es ging ja damals auch nur darum, Sephiroth früher freizuschalten. Wofür es dann auch schon gereicht hat, ihn auf der niedrigsten Stufe zu erledigen. So, eine weitere Runde gegen den Drachen. Ich hab hier ihn nicht. Ich krieg ihn runtergeschossen, aber ich hab hier ihn nicht. Klassisch. Ist das nicht der klassische Modus von Sephiroth? Der klassische Modus von Sephiroth war ja die Bosse nacheinander, oder? Keine Ahnung. Ich habe den klassischen Modus von Sephiroth nicht gespielt. Ich glaube, beim klassischen Modus von Sephiroth hast du tatsächlich einfach nur alle Bosse nacheinander. Kannst bitte noch ein paar mehr zufallsbasierte Projektile regnen? Ich habe noch nicht genug davon. Ja. Kommt schon, das ist doch nicht euer Ernst. Wow. Oh, diese Gegner sind so furchtbar. Die sind einfach nur nervig. Diese komischen Totem-Pfähle. Ich werde einen davon gerade mal nutzen, um mich ein bisschen hochzuheilen. Scheint mir sicherer als eine Kanone mit explosiven Projektilen. Sage ich und treffe erstmal den Kopf nicht. Ugh. Denk auch, dass ich gleich vor der Bosstür sein müsste, aber. Und ich weiß auch, dass ich mich kurz vor Magma Man normalerweise auffüllen kann. Lebenspunkte bitte. Machen wir beide. Höhere Wahrscheinlichkeit. Ach. Uff. Nee. Oh Mann. Was ist los? Ich wurde schon wieder beim ersten Ei getroffen. Nein! Oh Gott!
Und dann fallen da drüben Lebenspunkte, die kriegen halt mehr als Kasper. Ich fast vom Laser erwischt wird. Magma. Magma-Strahl. Ich hoffe einfach, Magma Man haut dann ganz schnell hin. Weil ich ihn kenne. Und zumindest ein bisschen kann. Was mir auffällt, verglichen mit früheren Megamentalen erscheinen mir die Level hier schon ganz schön lang. Kann ich mir aber auch nur einbilden. Ich weiß es nicht. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist einen potenziell relativ guten Versuch in den Sand gesetzt habe. Okay. Gott sei Dank geht das noch. Wow. Nicht irritieren lassen. Nicht irritieren lassen. Es ist alles gut. Okay, danke fürs viel Erfolg. Und gute Nacht. Gute Nacht. Ich werde auch nicht mehr so lange machen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Soliden Magma Man ohne Schaden hingelegt. Ja, mir war es gerade Jewel mit einem Schaden. Ich weiß gerade gar nicht, wer je gerade von links unten gegen den Uhrzeigersinn durch. Wer als nächstes kommt, meinst du? Mhm. Magnaman. Splash Woman. Also ja, gegen den Uhrzeigersinn, stimmt.
Ich bin gespannt, wie das Level jetzt aussieht. Das war ja ein Stachellevel. Mit den wundervollen Minengegnern, die einen verfolgen. Aha, und davon sind jetzt eine ganze Menge im Level offensichtlich. Was mache ich denn da? Oh, an dem kann man einfach so vorbei. Das ist gut. Tinte der Schande. Mega Man hat deswegen graue Haare. Ja, dass er bei dem hier graue Haare kriegt, glaube ich. Ich habe Macke mein Man verkackt mit 100% mehr Energie, ey. Ja, wenn er dich einmal blöd erwischt. Na, ach, natürlich hat er mich jetzt auch noch gekriegt. Ich mache halt immer dieselben Fehler, das. Au. 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 Jesus. Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Na toll. Alles ist einfach nur voll. Das ganze Level ist einfach nur gespickt. Meine Fresse. Ich kapiere diesen Drachen einfach nicht. Oh Gottes Willen. Was kapierst du nicht? Den Drachen aus Magma Man's Level. Ich hab ihn kapiert. Ich hab da noch keine solide Taktik. Oh, diese Flammenwerfer-Gegner sind einfach nur lästig. Einzelne davon finde ich ganz sinnvoll, wie sie platziert sind, aber... Das ist so bitter. Oh, meine Fresse! Hör auf, mich zu verarschen! Dann
Danke, das kann ich brauchen vor dem Drachen. Oh, diese kleinen Viecher sind nützlich. Nervig, aber auch nützlich. Warum muss eigentlich Galaxy mit so viel HP haben? Damit ich besser nerven kann. Okay, wir sind mal wieder an der Stelle. Na gut, ganz so riesig ist es jetzt auch nicht. Splash Wound würde ich noch gerne erledigen und dann lasse ich es heute gut sein. Sie bitte? Ich vermute mal, der Gegner ist tatsächlich der Vierte, dass man sich da nochmal hochheilen kann. Durchaus möglich, ja. Es ist so leicht, den verschwinden zu lassen. Du gehst einfach nur ein kleines Stück nach links, springst hin, schießt. Jedes Mal aufs Neue. Ich darf nicht ein einziges Mal in die finale Phase mit voller Lebenskraft gehen. Wer hätte ich tatsächlich eine Chance, wenn ich mit voller Lebenskraft in die finale Phase käme? Nein. Der vorherige Kampf lief besser, aber nichtsdestotrotz. Er hält mich nicht auf. Thank you.
vorführen. So sieht die Waffe aus. Natürlich nicht vorführen, dass... man die Waffe auch aufladen könnte. Das interessiert ja schließlich keinen. So. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Sie ist durch. Und fängt jetzt wieder neu an. Au! Oh, diese Gegner sind so furchtbar. Sie sind einfach unerträglich. Au. Natürlich wieder. Ich mache für heute Schluss. Ja? Kein Bock mehr. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt noch durchziehen, aber es ist einfach so schwer. Alles andere als einfach, ja. Aus der Uni ist echt nicht easy. Nee. Ich muss diese Phase einfach noch unglaublich viel trainieren. Gut, jedenfalls danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ich mache auch gleich Feierabend. Bist du dann jetzt auch am Telefonat schon direkt weg oder schaust du mir noch was zu? Ich guck dir gleich noch zu, warte. Ach. Mal schauen, wie schlimm es ist mit dem Superhelden-Modus. Autsch. Ja, so gerade war der Weg schon sehr zu mit Gegnern. Nee, das mit der Platte. Die Räume gerade sehen aber ziemlich normal aus. Au! Das hätte ich ahnen können. Okay, der war nicht da normalerweise. So, der war normal. Okay, die haben sich normalerweise nicht in sowas locken lassen. Ich glaube, ich nutze das gerade mal. Ich weiß nicht, was da noch auf mich zukommt. Gerade eben wurde ich
sehr mit diesen. Weiß gar nicht mehr, Narwale, glaube ich. Im Clan. Die Wale mit einem Horn. Ich meine schon, dass die Narwal hießen. Die Narwale, ja. Gibt's die eigentlich wirklich oder sind das Fabelwesen? Irgendwer bei mir scheppert wieder. Also macht Lärm, hochdeutsch gesprochen. Ich weiß nicht, ob Scheppern... Doch, die gibt's wirklich. Narwale? Die Einhornwale. Apropos Einhörner, habe ich ja letztens auch ein schönes Meme gesehen. Ich weiß nicht, ob das... Oder war das auch im Discord? Ich weiß gerade gar nicht. Da gab es halt. Ja, ich bin offline, weil ich keine Lust mehr hatte heute. Habe ich auch im Stream gesagt. Ach komm schon. Gib mir Lebenspunkte, dann bringen wir das hier zu Ende und dann gehe ich schlafen. Bin so und so sehr zufrieden heute mit dem Fortschritt. Das Wasser da im Hintergrund ergibt nicht viel Sinn, oder? Was meinst du? Nee, wobei, ja, es geht, es soll eine Art Horizont darstellen, denke ich. Hm, ist richtig. Jedenfalls das Meme ging ungefähr so. Hast du nur auf der Arche gesehen? Der halt den Einhörnern zugerufen hat von wegen, na los, letzte Chance, um noch reinzukommen. Und die so, na, es gibt gar keine Flut, das ist nur ein Niesel. Ihr seid alle, Noah ist einfach nur Teil des Archengeschäfts und so weiter, halt die ganzen Verschwörungszeugs. Oh Gott. Und deswegen gibt es keine Einhörner. Weil sie die Verschwörung hinter Noah kannten. Mhm. Und aber niemanden retten wollten, offensichtlich. Ja gut, technisch kann ja immer mal was schief gehen. Auf Stevels Kommentar bezogen. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm, dafür kann man reden. Ich. Und schon geht's wieder los. Ich bewege mich 1 Zentimeter und werde bombardiert. Noch mehr? Wie viele noch mehr? Wow! Nee, rutschen braucht keiner. Nie. So ein Scheiß. Rutschen ist für Memmen. Ja, ich merke schon. Das haben sich die Entwickler hierbei gedacht. Rutschen ist für Memmen. Ist genau der Wortlaut wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren sie einfach zu faul, das wieder einzuprogrammieren. Muss man ja auch sagen, war ja auch immer... die komplizierteste Mechanik in Mega Man. Da ging quasi die komplette Rechenkapazität des NES dafür drauf. Ich
schießt die Fische ab, okay. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sehe, dass ich nicht von denen getroffen werde. Also, ich gucke, in welche Richtung halt Splash Woman schwimmt. Mhm. Und ich schieße ihr zwei Schüsse unten rein. Und dann, wenn sie so auf der Mitte ist und die Fische spawnen, dann springe ich nach oben, schieße Splash Woman nochmal einmal ab und lande halt wieder über die Fische gesprungen und die nächsten kommen dann erst, treffen mich auch nicht. Wenn du das so reingekriegt hast in der Taktik, dann ist es gut. Ich habe das nie gesehen und bin ganz glücklich damit, dass ich irgendwas habe. So, gut. Dann muss ich nur ins nächste Level gehen, damit ich speichern kann. Plugman! Eine der größten Plagen. So, gut. Bitte speichern. Ja, damit ich hier nicht nochmal irgendwas machen muss. So, gut. Dann wäre es das auch von meiner Seite gewesen. Und ich bedanke mich bei den Damen und Herren auf Twitch und auf YouTube fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir Mega Man 9 nochmal durchspielen im Superhelden-Modus. Und wenn wir den durch haben, dann spielen wir es nochmal durch als Proto-Man. Dann kann sich keiner beschweren. Die Spiele kenne ich nicht, Zodiac Age. Sag mir da nichts. Nee, das sind keine Spiele. Final Fantasy 12, Zodiac Age. Nee, sag mir nichts. So, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao und gute Nacht. Ciao. Ja.